Der normale Inside-Sales sagt sich, okay, oder wie würdest du jetzt zum Beispiel diese Liste abarbeiten? Ach so, du meinst irgendwie nach im Sinne der Selektion oder Am Einfallen? effektivsten, ja, einfach, wie würdest du dieses zum Beispiel angehen? Puh, also dann würde ich sagen, ich gucke nach dem Material. Das heißt, ich gucke Material-Kernkompetenz von dem Systemhaus. Was ist am nächsten dran und was ist am periphersten? Wo wollen die wirklich ihr Kerngeschäft machen? Wo haben sie die höchsten Margen? Weil das dürfte ja für sie am potenziell spannendsten sein. Also quasi vom Zentrum in die Peripherie arbeiten und dann eben immer mit dieser Qualifikationsfrage mal anfangen. Haben Sie da geschäftliches Interesse oder war es nur in Anführungszeichen privates Genau, Interesse? genau. Wenn das mal hier 30 oder 60 Kontakte, stell mal vor, du hast jetzt so eine Excel-Liste oder sowas, hast du 30, 60 Kontakte. Würdest du die in einer bestimmten Reihenfolge durchgehen oder irgendwie? Also nach dem Materialthema würde ich schauen, welches vorhanden ist. Ja, mal angenommen, wir haben jetzt ja quasi allein 30 Kontakte nur zu einem Material, also nur Ach zu einem so. einzelnen White Paper. Das ist immer das gleiche White Paper. Die 30 Ja. haben sich quasi die gleiche White Paper runtergeladen im Zeitraum von 5 Wochen oder sowas. Dann würde ich gucken, wer am weitesten quasi vom aktuellen Datum entfernt war, um ihn quasi gerade noch im Idealfall abholen zu können, dass es nicht zu weit weg ist. Schon mal eine gute Idee. Grundsätzlich haben wir halt hier also die MQLs, ja, und wir haben hier also jemanden, der, also ich nenne es jetzt mal Kontakt, ja. Kontakt, so. Habe ich richtig geschrieben, ja. Also hier ist der Kontakt, ne? Den bekommen wir. Ja, von unseren Kunden in der Regel. Also mal angenommen, wir helfen denen jetzt halt, diese Leads dazu verwerten und nachzuqualifizieren. Was halt dann häufig, hier ist es dann häufig so, je nach Schnittstelle zu diesen Marketingplattformen, Magazinen und so weiter, kriegen wir dann hier manchmal zum Beispiel sowas wie Job Title, ja, bekommen wir dann nicht, ja, also zum Beispiel, weil das irgendwie verloren geht oder sowas. Also wir wissen nicht mal, was das für ein Jobteil ist oder so. Dann haben wir in der Regel Telefonnummer, auch die kann verkehrt sein, nicht funktionieren und so weiter, auch da ist ein Fragezeichen, ja. Dann haben wir halt E-Mail, ja, die in der Regel funktioniert, weil sonst hätte er sich den White Paper gar nicht runterladen können, ja. Was kriegen wir noch an Informationen? Welches White Paper das war, also quasi das Material. Okay, also das nenne ich jetzt mal Material, ne? Das ist also entweder White Paper oder was auch immer. Das heißt, das hier kriegen wir auf jeden Fall von unserem Kunden, ja, eine Kopie. Das ist das Allerwichtigste. Und warum, da komme ich jetzt noch gleich drauf. Also grundsätzlich ist es so, dass wir so vorgehen, dass wir sagen, okay, wir bekommen jetzt hier die sogenannte so eine MQL-Liste mit in der Regel diesen Basisinformationen. Ja? Und da sind jetzt dann quasi 20, 30, 40 oder was auch immer drin. Die sind häufig schon ein bisschen vorselektiert, also ist auch viel totaler Bullshit mit dabei oder so. Die sind dann meistens nicht mehr dabei. Aber immer noch, sagen wir mal, 30 oder so Kontakte, sagen wir mal, auf einen Schlag. So. Und selbst hier ist es so, dass man also die nicht immer komplett vollständig sind. Ja? Und jetzt ist halt sozusagen der größte Fehler, der halt häufig hier stattfindet, ist, dass mir jetzt, sagen wir mal hier, mal angenommen, also ich mache mal hier jetzt wir haben jetzt hier, sagen wir mal, 30 oder bis 60 von diesen Kontakten, ja. Und dann sagt sich jetzt so dieser, sagen wir mal, der normale Inside Sales sagt sich, okay, oder wie würdest du jetzt zum Beispiel diese Liste abarbeiten? Ach so, du meinst irgendwie nach im Sinne der Selektion oder Am Einfallen? effektivsten, ja, einfach, wie würdest du dieses Beispiel angehen? Puh, also dann würde ich sagen, ich gucke nach dem Material. Das heißt, ich gucke Material-Kernkompetenz von dem Systemhaus. Was ist am nächsten dran und was ist am periphersten? Wo wollen die wirklich ihr Kerngeschäft machen? Wo haben sie die höchsten Margen? Weil das dürfte ja für sie am potenziell spannendsten sein, also quasi vom Zentrum in die Peripherie arbeiten und dann eben immer mit dieser Qualifikationsfrage mal anfangen,
Haben Sie da geschäftliches Interesse oder war es nur in Anführungszeichen privates? Genau, genau. Wenn du jetzt nochmal hier 30 oder 60 Kontakte, stell dir mal vor, du hast jetzt so eine Excel-Liste oder sowas, hast du 30, 60 Kontakte. Ja. Würdest du die in einer bestimmten Reihenfolge durchgehen oder irgendwie? Also nach dem Materialthema würde ich schauen, wenn es vorhanden ist. Ja, mal angenommen, wir haben jetzt ja quasi allein 30 Kontakte nur zu einem Material. Also nur zu einem einzelnen White Paper. Das ist immer das gleiche White Paper. Die 30, ja. Die 30 haben sich quasi die gleiche White Paper runtergeladen im Zeitraum von 5 Wochen oder sowas. Dann würde ich gucken, wer am weitesten quasi vom aktuellen Datum entfernt war, um ihn quasi gerade noch im Idealfall abholen zu können, dass es nicht zu weit okay, weg ist. Okay, okay. Schon mal eine gute Idee. Ansonsten, wenn ich so die Felder hier so aufgeschrieben, was könnte man, wie könnte man noch sortieren oder priorisieren? Natürlich regional. Wenn das Unternehmen sagt, uns interessieren sowieso nur die Kunden im Postleitzahlenbereich Bob, dann natürlich sowieso liegen schon mal, klar. Also die Nächsten als erstes natürlich. Ja, definitiv, genau, definitiv. Schnellster Weg. Ja. Und vorausgesetzt, man hat den Jobtitel, dann könnte man sagen, okay, man nimmt die, wo quasi sowas wie Leiter dort ist oder sowas. Ja, absolut. Entscheidend. Ja, das ist halt häufig leider nicht gegeben oder manchmal ja, manchmal nicht so wirklich zuverlässig leider. Ja. Und also die Sache ist, dass, was ich halt aus Erfahrung auch auf Kundenseite häufig suboptimal abläuft, ist, dass man quasi dann diese 30er, die ja schon optimiert wurde mehr oder weniger, also quasi zum ersten Qualifikationsstep, also ready to be für Telefonakquise direkt anzugehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 30 bis 60 und ich telefoniere die chronologisch durch. Ja? Ich schaue mir vielleicht so ein bisschen die Dinge an und ich telefoniere die chronologisch einfach mal durch oder einfach mal top-down oder was auch immer. Ja? Und dann wird es, sagen wir mal, erfahrungsgemäß, keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur so Pi mal Daumen, sagen wir mal, 30 bis 40 oder vielleicht sogar 50% erreiche ich ja nicht sofort. Ja? Obwohl die sich da irgendwann mal was runtergeladen haben, die erreiche ich ja nicht sofort. Ne? Ja. Dann manchmal ist es so, dass ich quasi mit der Telefonnummer gar nicht weiterkomme, muss ich nochmal nachrecherchieren oder sowas. Ja? Und jetzt hat, entstehen dadurch, sagen wir mal, ich arbeite die durch und so ein gewisser Prozentsatz, 30-40%, also einige, die kriege ich dann sofort ran, da kann ich dann sofort abklären, ja, nach dem Leitfaden und so weiter, ist der Bedarf, war es nur persönlich oder war es irgendwie nicht oder was auch immer, ja. Aber es bleiben dann immer so 30-40% erstmal übrig, so im ersten Go, ne? So nach dem, man braucht jetzt irgendwie ein paar Tage dazu oder so, ein paar Stunden, je nachdem, und dann bleiben immer so ein paar übrig. Und jetzt, was ich dann immer häufig sehe, ist der Fehler, dass dann die 30-40, die, wo ich erstmal nicht weiterkomme, die ich nicht erreichen kann, dann zum Beispiel in einem CRM oder auch im wenn man es dann trackt, ja, wie oft wurde dort angerufen oder nachverfolgt, 5-mal, 10-mal, 15-mal halt immer wieder angerufen wird, ne, auf die Telefonnummer des Kontakts, der sich dieses White Paper runtergeladen hat und man kann ihn halt nicht erreichen. Und das ist halt, wo ich sage, okay, ich versuche es paar Mal, dreimal, viermal, also schon ab dem dritten, vierten Mal, versuche ich quasi irgendwie mir was anderes einfallen zu lassen. Ja. Ja? Und das, da gibt es jetzt eine Menge von Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich rufe einfach an der Zentrale an, ja, oder ich rufe beim Kollegen an oder sowas, ja, um einfach mal herauszufinden, ist der gerade im Urlaub. Halt zur Seite schauen, nicht nur jetzt genau, vor, ich erreiche den. Genau. Ja, das ist klar. Genau, also dass ich mir sage, dass ich... Ich kann es gut nachvollziehen, ne, dass mal, viele, die mal, noch nicht so geübt sind oder so, oder einfach eine Aufgabe bekommen und diese erfüllen wollen. Ja? Ja, genau. Dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Kontakt und den muss ich abarbeiten. Ja? Und dann haben sie quasi nur diese Box vor sich, aber in Wirklichkeit brauchen sie dann vielleicht 2-3 Wochen und irgendwann erreichen sie mal zufällig den Kontakt. Und stellen dann fest, der hatte nur persönliches Interesse oder sowas. Ja. Und ja, du zahlst es ja. Ja, genau. Und du hast quasi die ganze Zeit rein investiert. Deshalb relativ, wenn ich sofort hier einen Kontakt kriege, nach ein paar Versuchen, dreimal, viermal, dass ich dann sofort versuche, okay, vielleicht finde ich heraus, was ist es überhaupt für ein Kontakt, wenn ich mir gar nicht sicher bin, was es für ein Jobtitel ist. Ja. Ist der quasi Entscheider? Meistens sind es gar nicht Entscheider. Ja.
vielleicht kann ich mit dem Kollegen sprechen, vielleicht komme ich über die Zentrale und so weiter und so weiter. Das, ist mal das Erste. Ja, häufig ist es einfach, die sind einfach, also ich habe schon teilweise Sachen gehabt, wo ich eine Liste hatte, wo einer sich vor 2 Monaten was runtergeladen hat und war schon nicht mehr im Unternehmen tätig. Ja. Also es kommt sogar öfter mal vor. Ja? Und dann versuchst du da einfach den anzurufen und der ist schon gar nicht mehr dort tätig in der Firma. Ja? Und deswegen immer relativ schnell out of the box denken und einfach immer die Firma zu sehen und nicht den Kontakt fokussiert zu sein. Ja, und das ist sozusagen also so eine Kleinigkeit, die aber viel ausmachen kann unter Umständen. Ja, genau, weil sozusagen einfach auch das Endziel immer im Kopf zu haben, na, wir wollen ja quasi, wenn das jetzt zum Beispiel hier die Firma, keine Ahnung was, BSF ist oder so, ja, dann wollen wir ja letztlich Geschäfte machen mit BSF und nicht mit diesem einzelnen Kontakt. Nee, klar. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Ja. Und man sagt, Mensch, ihr seid ja nicht hier, da den anrufen, bis die Telefonleitung durchglüht, sondern ihr müsst doch verstehen, dass man nach dem zweiten oder dritten Mal, dann fragt man, die und so, was soll denn der Spaß? Der hat das auch über die Ansage gesagt, oder? Der hat immer die Leute so gepeitscht. Ja, aber das kommt halt so häufig vor, aber nicht nur auf Agenturseite, auch auf Kundenseite, egal auf welcher Seite, weil man einfach ich kriege eine Aufgabe und die mache ich genauso ab, arbeite ich genauso ab, ohne halt ein bisschen mitzudenken oder sowas. Weil es ist ja eigentlich ein super Gesprächseinstieg für die Zentrale, weil man sagt, hey, der Herr hat sich bei uns runtergeladen. Und demnach besteht da ja ein gewisser Bedarf. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich erreiche ihn nicht, dass ich einen Kollegen erreiche, um das zu klären. Dann haben Sie die zentrale Dame, die nicht sagen, was wollen Sie denn? Sondern, ach so, ja, okay, dann. Das ist absolut. Auf einmal hast du halt einen fetten Multiplier. Deshalb ist ja sowas, was die machen, diese MQLs, super cool. Weil ansonsten hat man ja diese völlig blanke Kaltakquise. Ja. Hallo, ich möchte. Also es ist super geil. Kann unter Umständen, wenn es einfach sozusagen, ihr wollt ja irgendwas eigentlich von mir, von uns auch oder so. Eben, ne? Du bist dann quasi nicht mehr in dieser absoluten Bittsteller. Genau. Und das kann unter Umständen sehr gut funktionieren, machen wir mehr, machen wir weniger, aber das ist auf jeden Fall schon mal da ein Vorteil. Absolut. Ist natürlich so, dass zusätzlich noch eine Sache kommt, das ist jetzt sozusagen, bis jetzt war es noch ein bisschen basic. Ja? Also wir haben also hier diese Liste. Und häufig oder sehr häufig sogar kann es sein, dass wir filtern jetzt die alle raus, die nur persönliches Interesse hatten oder was auch immer. Und dann bleiben halt so ein paar wenige übrig, wo tatsächlich irgendwie Bedarf in der Firma oder sowas ist. Zu dem Thema, das hier im White Paper im Material vorgestellt wird. Service Cloud, Sales Cloud, was weiß ich, Enterprise Cloud, DMS, Darm, egal was es halt ist. Digitalisierungsthemen, Software, IT-Lösungen. Und jetzt ist es häufig so, dass wir quasi hier jemanden dann telefonisch antreffen, der sich aber sehr unsicher ist. Also sag mal, das ist irgendein Mitarbeiter, der hat sich irgendwas runtergeladen und jetzt wird er quasi so, in Anführungsstrichen, ein kleiner Mitarbeiter, so eine Nummer eines großen Konzerns. Ja. Und jetzt ist es so, mich ruft jemand an. Ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und du merkst es schon so in der Stimme, so ein bisschen. Und da kommst du in der Regel dann auch nicht weiter, also mit Termin machen und Projekt und so, weil der einfach, der ist total verängstigt oder so. Ja, das kommt auch immer wieder. Komischer. Authority. Ja, also, die Leute sind sich auch immer unsicherer mit ihren Jobs und so. Ne? Es ist ja alles nicht mehr so sicher oder was weiß ich, Und das ist halt das, wo also nicht immer, das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten und prozentuale Geschichten, statistisch basierte Zahlen, mit denen ich jetzt hier arbeite. Ja. Sagen wir mal so 80%, 80%, also du kennst ja die 80-20-Regel, ne? Also 80% ist mal eine gute Zahl hinzuschreiben, also 80% sind also nicht Entscheider. Wahrscheinlich sogar 90 oder so. Ja? Ja. Zumindest, was man so als Entscheider definieren könnte. Denn bei den größeren Firmen gibt es ja sowieso immer mehr wie einen irgendwie. Dann ist der noch ein Stakeholder und hat der noch was mitzureden und so. Ja. Also dieser eine Entscheider ist ja, Und was man halt dann auch, und das sind alles Erfahrungswerte,
Häufig lädt sich einer aus einer Abteilung was runter, der hat irgendwie die Aufgabe bekommen, sich was runterzuladen oder irgendwie Material zu sammeln. Oder er wurde gebeten von einem Freund einer anderen Abteilung, die das eigentliche Ding, White Paper oder das Thema. Das heißt, häufig telefonierst du mit jemandem aus dem Marketing, ja, und der hat sich ein White Paper runtergeladen zum Thema Service oder Sales oder, oder ERP. Ja, oder irgendwas anderes und der leitet dann ein. Also diesen direkten Zugang zum Entscheider, Schrägstrich Top-Entscheider, hast du vielleicht in 10-20% der Fälle. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass der zweite große Fehler, den halt viele, also sagen wir mal, etwas Ungelernte, ja, nicht böse, also nicht schlecht gewertet, sondern ungelernte Vertriebler oder Inside-Sales machen, ist, dass sie jetzt hier nicht weiterkommen, weil der verängstigt ist oder weil es kein richtiger Entscheider ist oder whatever, ja. Ja, oder der einfach nur über fünf Ecken dein Ding weiterleitet oder was auch immer. Ja. Also nochmal ganz kurz, nochmal kurz zurückspulen. Die Art und Weise, wie ich hier reingehe, ich arbeite immer mit E-Mail und Telefonieren gleichzeitig. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also weil viele machen ja so diesen Oldschool Telesales, die sagen, ich telefoniere rein und dann spreche ich mit dem und dann heißt dann dieser Standardsatz, den du tausendmal ich kann mich an nichts mehr erinnern, schicken Sie mir doch das White Paper nochmal zu, ja, und das schicke ich zu und rufe dann an, ja, und dann sage ich, ja, das haben Sie ja schon in der Inbox, habe ich Ihnen gerade nochmal geschickt und so weiter, also ich spare mir viel, viel Zeit und so weiter, ne? Ja. Und dann bin ich quasi, während er in die Inbox schaut und sich das nochmal anschaut, sind wir schon im Gespräch. Genau. Ja? Also diese ganze Loop, das machen wir alles viel kürzer. Ja. Und was aber letztendlich viele Ungeübtere dann den Fehler machen, ist, dass bei den 80% oder 90%, die eben nicht die Top-Entscheider sind, die irgendwie ängstlich sind, wo sie einfach letztendlich nicht wirklich weiterkommen, ja, versuchen sie dann vehement irgendwie diesen Kontakt zu nutzen, ja, irgendwie eine Hierarchie-Ebene höher zu kommen. Ja. Und das ist halt irgendwie, funktioniert halt eher in den selteneren Fällen. Wie gesagt, ich rede nur über Wahrscheinlichkeiten. Ja. Ja. Warum? Weil ja, ich bin hier der Angestellte und jetzt gebe ich ihm sozusagen die Aufgabe, mich weiterzuleiten an eine höhere Ebene oder zwei höhere Ebenen. Ja, an seinen Chef oder vielleicht sogar an dem Chef seines Chefs. Das ist quasi in so leicht noch hierarchischen Unternehmensstrukturen, wie wir sie eben in Deutschland immer noch sehr stark haben, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, das ist jetzt sozusagen die, was ich so nenne, ich glaube, ich habe das erfunden, ich weiß es nicht, die Bottom-up-Methode. Ja. Ja, und die funktioniert eher seltener. Ja. Und deswegen würde ich eher die Top-down Methode empfehlen, dass ich dann häufig sage, okay, den lasse ich in Ruhe und so, ne, der hat irgendwie, habe ich ein Gespräch gehabt oder nicht, oder quasi, ich kann es nicht wirklich auch nicht einordnen. Ich